Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute wieder live. Ich bin gestern leider ausgefallen, sodass wir eine Aufzeichnung senden mussten. Schön, dass ihr da seid. Wir haben wie immer Freitag eine freie Themennacht. Und wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann könnt ihr das auch gerne tun. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110 und E-Mailen. Oh. So, E-Mailen könnt ihr uns auch unter 1live.domian@wdr.de. Wenn ihr e-mailt oder faxt, bitte eure Telefonnummer draufschreiben, damit wir euch dann auch zurückrufen können. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Ingrid und die ist 52 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Ingrid. Jürgen. Hallo. Um was geht's? Ich habe nochmal zu dem Thema seltene Krankheiten. Ja. Und zwar habe ich eine Lichtallergie. Eine Lichtallergie? Ja. Das ist eine Krankheit, die eigentlich erst groß bekannt geworden ist durch Hannelore Kohl. Das ist richtig. Ja. Ja. Also ich werde auch mal darauf angesprochen, wenn ich erzähle. Früher kannte man das kaum. Nein, dadurch ist es ein bisschen bekannter geworden. Ja. Und ich werde immer gefragt, also mich fragt man sofort, hat das, was Frau Kohl hatte? Mhm. Beschreib es mal, diese Krankheit. Wie genau macht sich diese Krankheit bemerkbar? Also es ist so, dass es entstehen Pusteln auf der Haut, die erstmal ganz klein sind, größer werden, also ziemlich schnell größer werden, Wasserbläschen werden. Immer wenn du mit Sonne in Kontakt kommst? Es hat nicht die Sonne, sondern es ist schon das Tageslicht reicht aus. Ach so. Das sind die UV-Strahlen, UVB und UVA. Also es kann dick bewölkt sein draußen? Und es kommt trotzdem. Und es kommt trotzdem? Ja. Kleine. Und auch in der Wohnung, also ich muss nicht mal rausgehen. Mhm. Kleine Bläschen, Pusteln. Ja, die dann größer werden und sich, also sind gefüllt mit einer wässrigen Flüssigkeit und dann größer werden, also Zentimeter, Quadratzentimeter etwa. Und dann verlaufen, dann werden sie also größer und verlaufen. Also das ist so, die laufen nicht aus, sondern die verlaufen unter der Haut. Mhm. Entstehen die nur an den Stellen, wo die Haut quasi frei liegt im Gesicht? Oder sogar auch am Körper. Obwohl du angezogen bist. Ganz genau. Und zwar also komplett angezogen, lange Hosen, Ärmel, immer Ärmel, lange also, Ärmel. Das heißt, wenn eine etwas größere Stelle am Körper Licht abbekommt, breitet sich das Ganze auf dem Körper aus. Es ist so, dass das Gesicht und die Hände am wenigsten betroffen sind. Ach. Aber die absorbieren das Licht und lösen. Ja, das ist wahrscheinlich ist die Haut etwas anders. Mhm. Also das ist wohl bekannt, dass also die, wie gesagt, Gesicht und Hände am wenigsten. Also das heißt also, wenn du rausgehst, dass das Gesicht kaum befallen ist, du aber nach einem gewissen Zeitraum am ganzen Körper diese Pusteln bekommst. Ja, und im Gesicht habe ich dann allerdings einen Flash. Also das heißt Röte und die brennt fürchterlich. Mhm. Also wie ein ganz, ganz schlimmer Sonnenbrand. Wie schnell breitet sich das eigentlich aus? Nehmen wir an, du kommst aus einem dunklen Raum und gehst in den Garten bei normalem Tageslicht. Ja, das ist anders, also wie bei einer Sonnenallergie. Es ist so, dass das also so auftritt und auch nicht abheilt. Also ich habe immer offene Stellen. Nein, ich meine, wie schnell das passiert. Wenn du, nehmen wir mal an, du hast keine Pusteln, du trittst in den Garten innerhalb einer Stunde oder von Minuten, gar? Noch früher. Noch früher. Eigentlich schon nach einer Viertelstunde oder so, wenn ich nicht geschützt bin. Das heißt, ich habe also Lichtschutzfaktor 60, mit dem ich mich einreibe, vor Sonnenaufgang. Mhm. Was bedeutet das konkret? Bedeutet das, dass du eigentlich kaum mehr aus dem Haus gehst? Ja, ich tue es trotzdem. Ich habe das also auch mit meiner Hautärztin gesprochen, weil ich bin ja total isoliert. Wenn ich also nicht mehr rausgehe, ist es ja mein soziales Umfeld, fällt dann ja so, ja. Also mein Radius ist ja ungeheuer eingeschränkt. Du tust es trotzdem mit dieser extrem starken Lichtschutzfaktorcreme? Ja, und diversen, also wie gesagt, ich habe verschiedene Tinkturen, Salben und natürlich einen Hut auf, Dunkelbrille, weil jetzt auch die Augen betroffen sind. Reibst du denn ausschließlich dann die freien Hautstellen, also Gesicht und Hände ein oder den ganzen Körper, wenn du rausgehst? Ja, eigentlich die freien Stellen. Die freien Stellen. Die freien Stellen, also auch die Unterarme oder so, weil die Arme und die Beine sind am stärksten betroffen. Mhm.
Wie lebst du in deiner Wohnung? Mit zugezogenen Vorhängen oder gar Jalousien? Ja. Mhm. Also im Halbdunkel. Mhm. Und zwar seit dem letzten Sommer ist es also so schlimm geworden, dass ich also dann im Halbdunkel aufhalte und jetzt auch den Winter über. Und ganz schlimm ist jetzt zum Beispiel, wir haben Schnee. Also bis heute Mittag hatten wir Schnee. Ja. Und das ist ganz fürchterlich. Also das durch das Reflektieren der Lichtstrahlen. Genau, ja. Mhm. Und es ist also so, dass ich auch, natürlich bin ich ein visueller Mensch und eine Winterlandschaft ist wunderschön. Mhm. Ja, also das genieße ich auch, möchte ich auch genießen und muss es dann aussperren. Also muss mich also praktisch abschotten. Mhm. Also die Krankheit begann letztes Jahr? Nein, seit 1990 ist es bekannt und seit 2,5 Jahren ist es akut. Ach so, wie wurde es bekannt? Das ist, also ich habe schon mal, also eine ganz, also wie man sagte, früher Sonnenallergie und dass das also eben so offene Stellen waren und Pusteln und das also lange nicht abheilte und dann wurde mit Zinktinktur und so weiter gearbeitet und Verbände und so weiter. Und da wurde es viel zum ersten Mal dieses Wort. Ach so. Da konntest du wahrscheinlich gar nicht so viel mit anfangen damals. Überhaupt nicht. Ja, also, ja. Also dass ich extrem lichtempfindlich bin, ist eigentlich immer schon bekannt gewesen seit Geburt. Und ich kann mich erinnern, dass ein Kinderarzt mal sagte, ich sei lichtscheu. Mhm. Das nennt man lichtscheu. Ja, ja, ja. So, jetzt ist es seit 2,5 Jahren akut. Hast du den Eindruck, dass es sich verschlimmert, dass es eigentlich immer heftiger wird? Ja, genau. Und seit dem letzten Sommer ist es ganz schlimm. Mhm. Also wie gesagt, ich war im Sommer kaum draußen. Ja. Und es ist auch jetzt im letzten Winter zum Beispiel war es noch sehr viel besser als jetzt. Mhm. Und das ist also ganzjährig. Und jetzt also... Also man hat ja damals viel über Hannelore Kohl gelesen. Ja. Und wie gesagt, dadurch sind wir alle auch zum ersten Mal vertraut geworden, etwas mit dieser Krankheit und den Auswirkungen dieser Krankheit. Ich konnte damals nachvollziehen, dass jemand so verzweifelt ist und sich das Leben nimmt. Ja. Du wahrscheinlich besonders das auch. Das kann ich schon. Ja. Mhm. Obwohl ich habe trotzdem eine positive Lebenseinstellung und ich gehe auch raus. Das beschränkt sich jetzt natürlich auf den Abend. Mhm. Da ich aber auch so aus, also gesundheitlich auch vorher schon eingeschränkt war, also ich bin pflegebedürftig und bin gehbehindert. Ach so. Es ist also so, wie gesagt, also auf den Abend, also zum Beispiel gestern Abend war so ein Highlight. Ich singe in einem Chor und gestern Abend war ich nach langer Zeit mal wieder zur Chorprobe. Ja. Und das war absolut, das war total schön. Ein schönes Erlebnis für dich. Von sehr. Ja, ja. Nur üben Chöre ja in der Regel auch abends, dann geht es ja. Ja, natürlich. Ja. Und das, also es war um. Viertel vor acht wurde ich abgeholt, eine Sanggeschwister hat mich abgeholt und um 9:30 war ich schon wieder zu Hause und das ist natürlich okay. Dieses ganz normale Licht in einer Wohnung, das macht dir nichts aus? Doch, natürlich. Das auch? Schon. Ja, das auch? Ja. Das heißt, wenn du hier bei mir im Studio sitzen würdest, ich habe hier so einige Scheinwerfer, das ging gar nicht. Nein, das würde gar nicht gehen, weil ich, es ist jetzt nämlich so, dass ich jetzt, ich habe ja seit dem letzten Jahr, also im letzten Jahr Frühjahr, habe ich gemerkt, dass meine Augen taten immer weh. Ja. Und jetzt im Herbst, ich habe dann auch Bindehautentzündungen gehabt und mir taten ständig die Augen weh und ich erzählte das dann immer meinen Ärzten. Und dann fragte mich mein Hausarzt mal, ja, was glauben Sie selber? Und dann sag ich glaube fast, das ist die Lichtallergie. Mhm. Also das war mal mein Gedanke. Ja. Und dann habe ich das also im September, hatte ich dann eine ganz schlimme Bindehautentzündung und auch so Blitzschmerz im Auge. Und dann ist es also, dann hat das, ich musste zum Vertretungsarzt, weil mein Arzt im Urlaub war. Und dann bin ich anschließend zu meinem Augenarzt gegangen. Und meine Hautärztin hatte mir gesagt, ich sollte mal abklären lassen, ob das vielleicht Rheuma im Auge ist. Mhm. Das gibt's ja auch. Mhm. Aber es war ja nicht. Und dann hat mein Augenarzt gesagt, also das ist die Lichtallergie. Aber das ist ja, das kann einen doch wirklich in eine verzweifelnde Situation bringen. Ich falle in ganz tiefe Löcher. Weil wo will man hinfliehen? In eine Dunkelkammer noch? Ja, genau. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so, dass es Tage gibt, wo ich überhaupt nicht aufstehen möchte. Wo ich im Bett bleibe, weil also die Tage so grelles Licht ist. Mhm. Und was ich auch früher nicht gewusst habe, dass das Winterlicht greller ist als das Sommerlicht. Weil es weißes Licht ist und die Sonne steht tiefer. Ach so, ja, das wusste ich auch nicht. Das merkt man erst, jetzt so, was ich für mich herausgefunden habe. Wie beleuchtest du denn deine Zimmer jetzt am Abend, also wenn es dunkel ist? Also ich habe jetzt den Fernseher an und ich gucke eigentlich nicht hin, ich höre hin. Ja, ja? Also das Licht, das im Fernseher... Und dann habe ich ein kleines Licht, ich habe hier so eine kleine Lampe an, ganz, also gedämpft, alles immer gedämpft. Machen Kerzen auch schon etwas aus? Kerzen sind angenehm, aber ich habe dann, also ganz schnell kriege ich da Atemprobleme, weil ich auch was mit dem Bronchien habe und das ist, also wie gesagt, kann ich nicht so ganz gut, aber habe ich sehr gerne, aber kann ich nicht so ganz gut auch, muss ich immer lüften dabei. Ja. Lebst du alleine? Ich lebe alleine. Du lebst alleine. Ja. Mhm. Hast du nicht die Angst, dass sich das immer mehr verschlimmert, dass du vielleicht irgendwann gar nicht mehr den Fernseher ertragen kannst?
darum habe ich bei euch angerufen, weil das jetzt also so, wie gesagt, ich drehe mich im Kreis. Ja? Was sagen die Ärzte? Gibt es denn eine Therapie, die dich so ein bisschen auffangen kann oder die die Krankheit so ein bisschen abbremsen kann? Oder also, stehst du ganz hilflos? Es wird schlimmer werden, also es wird nicht besser werden. Weiß man was über die Ursachen dieser Krankheit? Also was ich weiß, ist, dass verschiedene Medikamente eine Rolle spielen und das trifft dann bei mir auch zu. Und zwar ist es vor 2,5 Jahren also durch ein Wassermittel und durch ein also ein Entwässerungsmittel und ein Blutdruckmittel. Ja. In Kombination. Ja. Ich glaube, bei der Hannelore Kohl war das auch so, ne? Und, das war ein Antibiotika-Schock oder sowas. Ja, genau. Verstehe ich deinen Anruf so, dass du versuchst, über unsere Sendung vielleicht auch Gleichgesinnte zu finden? Genau, das ist eigentlich der Grund. Weil es ist so, dass ich, also, habe natürlich rumtelefoniert, alle möglichen Stellen angerufen, Gesundheitsämter, also du wärst, Beratungsstellen. Ja, du wärst schon froh, wenn du andere Menschen treffen würdest oder mit denen telefonieren könntest, die auch Lichtallergiker sind, um sich einfach auszutauschen, vielleicht Ärzte-Tipps weiterzugeben und so weiter. Gibt es keine Selbsthilfegruppe? Das habe ich bisher nicht in Erfahrung gebracht. Und zwar ist es bei mir so, dass ich also manchmal wirklich so down bin, dass ich auch nicht telefonieren kann. Gut, Ingrid, das machen wir auf jeden Fall. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass es auch schon existierende Selbsthilfegruppen in Deutschland gibt, wo sich Menschen, die Lichtallergiker sind, eine Lichtallergie haben, gefunden haben. Wir kriegen mit Sicherheit eine Rückmeldung von unseren Zuschauern. Ja, das hoffe ich. Das geben wir an dich weiter. Und ich würde mir wünschen, dass du über diesen Weg vielleicht eine kleine Hilfe oder eine Erleichterung findest. Und wenn es nur erstmal ein Gespräch ist mit Gleichbetroffenen. Ja, natürlich, weil es kann, also jemand, der nicht betroffen ist, kann sich nicht vorstellen, weil das ist, also ich werde auch immer gefragt, das muss doch jucken. Und sagen auch meine Ärzte, die sagen, also das, nein, es juckt nicht, es brennt. Und es war fürchterlich. Wenn es denn passiert ist, wenn diese Allergie ausgebrochen ist, machst du dann medikamentös etwas oder wartest du einfach ab? Also Antiallergikum, also was sagt man ja, also Antiallergiker nehme ich an, also Antihistamine. Weniger. Und dann Calcium ständig. Dann habe ich, wie gesagt, verschiedene Salben, die immer bei den verschiedenen Stadien dann nötig sind. Und wie gesagt, dies mit den Augen, das ist das jetzt eigentlich, das ist immer so bei mir, also das mit der Haut habe ich gedacht, naja gut, das habe ich jetzt irgendwie im Griff, da habe ich mich jetzt also nicht gewöhnt, das ist nicht richtig, weil anders gewöhnt man sich nicht, weil es jeden Tag anders ist. Aber da habe ich so gedacht, das kriege ich irgendwie hin. Ja. Aber dies mit den Augen, das ist jetzt nochmal so eins drauf, wo ich denke, also da falle ich wirklich in tiefe Löcher. Ja. Das ist also wirklich, weil ich nicht weiß, wie das ausgeht. Ich habe, meine Mutter ist blind und da habe ich natürlich im Hinterkopf so eine, obwohl ich die Augenkrankheit meiner Mutter nicht geerbt habe. Also ich hoffe, dass wir dir vielleicht ein bisschen werden helfen können, Ingrid. Ich würde das es mir sehr wünschen. Auch. Ja, das hoffe ich auch. Und wünsche dir von Herzen alles Gute. Das ist ganz lieb. Von ich Herzen. Danke dir. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Telefonnummer 0800 5678 111. Es gibt viel Post heute. Einmal gibt es viel Post, also gleich, nicht sofort, zum Thema Deutschland sucht den Superstar. Da gab es viel Resonanz. Und es gibt Post zu einer Geschichte, die wir genau vor einer Woche hier in der Sendung hatten. Nämlich zwei Mädels haben angerufen, Anna und Julia. Und die haben durch Zufall rausbekommen, dass sie über ein Jahr mit demselben Typ zusammen waren. Und waren natürlich entsetzt und empört. Es war nun zu einer Trennung, zu Trennungen gekommen und die beiden Mädels suchten nach Rache, wie sie diesem Typ einen auswischen können. Und ich habe euch gefragt, ob ihr nicht irgendwelche Ideen habt oder Tipps, was die Mädels tun können. Und wir haben einiges bekommen. Ich möchte euch mal ein paar Tipps vorlesen. Zum Beispiel von Janine. Janine schreibt, so einem Arsch gehört das Handwerk gelegt. Wenn er so an seinem Auto hängt, das hatten die beiden Mädels erzählt, könntet ihr ihm doch einen toten Fisch in die Lüftung klemmen. Das Auto wird riesig stinken danach. Oder Gerda schreibt, gebt doch in den Lokalzeitungen eine Anzeige auf, in der ihr den Kerl beschreibt und alle Mädels vor ihm warnt. Das ist schon ein bisschen härter. Oder Michel aus Landau schreibt, einfach seinen Namen im Internet angeben, am besten in Kontaktanzeigen auf Gay-Seiten, das ist auch sehr schön. Ab dann wird er mit Sex-Mails bombardiert. Oder Simone schreibt, die beiden sollten ein Foto von ihm mit einem Schriftzug versehen, wie zum Beispiel dieser Typ wurde von mehreren Frauen als Arsch des Jahres 2002 gewählt. Danach auf Postergröße vergrößern und bei Nacht und Nebel mit Kleister an jeder Litfaßsäule, Plakatwand etc. aufhängen. Natürlich in seiner Wohngegend
wo ihn jeder kennt. Und noch ein Tipp von Christine, die schreibt, ich hätte zwei Vorschläge für Anna und Julia, nämlich ein Treffen beider Frauen zu organisieren zur gleichen Zeit und beide Frauen sagen dann, dass sie schwanger sind von ihm. Sowas ist eigentlich nicht mein Stil, schreibt die Christine, aber außergewöhnliche Taten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Das ist ein kleiner Auszug in Sachen Rache. Ja, und eine Mail will ich euch doch auch schon mal vorlesen und dann kommt erstmal das nächste Gespräch. Und zwar zu Deutschland sucht den Superstar und das Thema Daniel. Da habe ich richtig einen auf den Deckel bekommen, nämlich von Gabi aus Passau. Und Gabi aus Passau ist spektakulärerweise eine Nachbarin von Daniel. Und sie schreibt, hallo Domian, ich habe meinen Ohren nicht getraut, was du in deiner Sendung vom 4.2. vom Stapel gelassen hast. Wie kannst du nur über einen 17-jährigen noch pubertierenden Jugendlichen, den du dazu auch noch überhaupt gar nicht persönlich kennst, so diffamierend herziehen. Daniel ist ein ganz normaler Jugendlicher aus meiner Nachbarschaft, der sich eben seinen Traum, ein Star werden zu wollen, verwirklichen will. Das haben auch sehr viele Jugendliche verstanden und ihm zum Idol erklärt. Ach, vielleicht doch noch eins dazu, gleich zu Daniel. Daniel aus Bremen, Jan aus Bremen schreibt, Domian, ich finde Daniel schrecklich. Er kreischt, ist super tuntig und völlig affig. Aber das ganze Deutschland sucht den Superstar-Theater, ist ja ein Riesenbeschiss. Und wenn dieser Herr Sprengelmann den Mund aufmacht, könnte ich laufen gehen. So, jetzt gibt's aber erstmal wieder ein Gespräch. Und zwar begrüße ich herzlich Heike. Heike ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hi. Hallo Heike. Gehst du nah ans Telefon? Ja, ich bin ganz dran. Ist das besser? Ja. Ist gut. Ja. Um was geht es? Was ist dein Thema? Oh Mann, ich habe so ein großes Problem, Domian. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also ich bin 36, mein Freund ist 25 und ich habe Zwillinge, also Töchter, zwei Töchter. Aber nicht, ja, klar, aber nicht von dem Freund? Nein. Das wäre ja ein bisschen komisch, ja? Ja, weiß ich nicht. Und also die sind 16 Jahre alt, sie werden jetzt 17. So alt schon. Ja, und oh Mann, ey, ich war kegeln letzte Woche. Ich kann gar nicht drüber reden. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Wenigstens, ja, ich bin etwas früher nach Hause gekommen, weil ich solche Kopfschmerzen hatte. Mir ging es den ganzen Tag nicht so gut. Mhm. Und ich komme nach Hause und was sehe ich da? Da liegt mein Freund mit den beiden Mädels im Bett, ja? Mhm. Oh, die treiben es richtig. Aber absolut, ey. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll, wie ich mich verhalten soll. Mhm. Moment mal, wie lange bist du mit deinem Freund zusammen schon? Ein Jahr. Ein Jahr. Ihr wohnt zusammen? Seit einem halben Jahr. Wie war denn bisher so sein Kontakt zu deinen Töchtern? Ja, ganz normal. So, er hat, ich kann jetzt nicht sagen, die Vaterrolle, so eine Kumpelrolle hat er so übernommen. Ne? Und wir sind dann auch zusammen in der Disco und so und haben getanzt und die Mädels sehen auch total, sind eineiige Zwillinge, die sehen total niedlich aus und so. Und sag mal, Heike, was ist das überhaupt für eine Frage? Was soll ich da tun? Ist das denn nicht völlig, ist es denn nicht völlig klar, was man da tut? Was denn? Ja, ihn rausschmeißen, aber hochkant. Na, meine Mädels, die sitzen jetzt auch hier. Die sitzen jetzt hier und die sind auch total verzweifelt, dass sie es gemacht haben. Und da hat die eine, ich sage immer meine Kleine, weil die als zweites geboren wurde, die Jacqueline, die hat dann gesagt, ruf da doch mal an, was wir jetzt tun sollen, weil die haben sich total in ihn verliebt. Er tut so, als wenn nichts gewesen ist und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich weiß es nicht, ich liebe ihn ja. Und er sagt auch, das war ein einmaliger Ausrutscher. Ja, natürlich. Und ich bin der Weihnachtsmann. Wie hast du denn in der Sekunde darauf reagiert, als du das gesehen hast? Ich habe nur geschrien. Und dann? Ich habe nur geschrien. Ich war so fertig mit den Nerven. Ich bin da reingegangen, ich habe geschrien ohne Ende. Und ich habe, was macht ihr da und so, weißt du? So habe ich dann nur geschrien und ich dachte, eine Welt bricht für mich. Sitzen deine beiden Mädels neben dir? Die sitzen bei mir, ja. Könnte ich denn mal eine von denen sprechen oder möchten die nicht? Doch, kannst du machen. Ja, Moment, ich gebe dir die Jacqueline erstmal, ja? Moment. Hallo? Hallo Jacqueline. Hallo. Du bist eine von den Zwillingen. Ja. 16 Jahre alt. Ja. Deine Mutter hat es gerade erzählt, was passiert ist. Wann genau ist das passiert nochmal?
Vor einer Woche. Vor einer Woche. Mhm. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, wir haben eine Flasche Sekt getrunken zusammen, also zu dritt. Mhm. Und weiß nicht, also ich und meine Schwester, wir fanden ihn schon vorher irgendwie so geil, weil er sieht auch so jung aus und ist voll süß und so. Mhm. Und ja, und dann irgendwann haben wir Fernsehen geguckt und so und dann sind wir halt im Bett gelandet. Würdest du sagen, dass das mehr von ihm ausgegangen ist, dass er das doch schon sehr forciert hat? Oder habt ihr es alle? Ja, eigentlich schon, wo er hier eingezogen ist. Also hat er uns so ein bisschen so angemacht, aber wir haben uns nicht so bei gedacht und so. Sie haben schon vorher gesagt, ja, der ist voll süß und so. Jetzt ist das vor einer Woche passiert und er wohnt ja eigentlich mit euch zusammen. Hat er jetzt die ganze Woche über auch weiter da gewohnt oder was ist jetzt? Ja, er hat weiter bei uns gewohnt. Ja, wie geht ihr denn miteinander um? Ja, also ich gehe ihm voll aus dem Weg und so und meine Schwester, die schwärmt immer noch voll für ihn. Also die hat nicht so wie ich jetzt, also ich denke auch irgendwie, ja, das war scheiße und so. Ja, finde ich allerdings auch. Ich meine, ihr seid ja nun immerhin junge Frauen, fast junge Frauen von 16 Jahren. Ja, meine Schwester, die schwärmt immer noch total für ihn. Nur ist es ja der Freund von eurer Mutter. Wie denkst du denn jetzt persönlich darüber? Ja, das ist eigentlich scheiße von ihm auch. Aber von euch auch. Ja, und er hat auch gesagt, dass er meine Schwester liebt und so. Ach, die Schwester, da hat er gesagt, er liebt die Schwester und dich nicht. Ja, also er hat gesagt, ja, ich liebe dich, Denise und so, also da war ich nicht bei. Soll ich ihm mal Denise geben? Ja, kannst du mal machen, ja. Denise. Hallo? Hallo Denise. Ich habe ja diese schreckliche Geschichte gerade gehört. Da ist ja bei euch alles durcheinander jetzt in der Wohnung, im Haushalt. Ja. Wie war das denn die letzte Woche über? Das muss dann eine ganz gespannte Atmosphäre gewesen sein bei euch. Ja, meine Mutter, also die ist auf jeden Fall total fertig. Mhm. Meine Schwester auch, weil ich glaube auch, sie ist ein bisschen, ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Der steckt mir immer noch, also wo ich gestern von der Schule kam, war ein Zettel auf meinem Schreibtisch und da stand halt, dass er mich liebt und so. Mhm. Und der sagt immer noch, dass er mich liebt und ich weiß ja nicht, ob ich ihn glauben soll. Hast du denn nicht ein mega schlechtes Gewissen deiner Mutter gegenüber? Ja, natürlich, mega, aber ich weiß ja nicht, wie ich darauf reagieren soll. Weil der kam, also wo er hier eingezogen ist, da hat man schon gesehen, wie er meine Schwester immer am Hintern gefasst hat beim Einzug. Wir haben uns ja auch als erstes nicht so dabei gedacht, weil wir waren auch essen mit meiner Mama zusammen. Ja. Und der hat uns halt immer so umarmt und so. Wir haben uns nicht so dabei gedacht, aber wir wussten ja nicht. Denis, ich will dir sagen, das Ganze hört sich ziemlich schäbig an. Was er da eingefädelt hat, ich meine, ihr seid ja noch sehr jung, ihr wart ja erst 15, als er eingezogen ist. Ja. Wir haben gestern hatten ich und meine Schwester auch einen Streit mit meiner Mutter. Und wir haben auch gesagt, schmeiß ihn raus und so, weil wir wollen ihn hier nicht mehr sehen. Weil meine Mutter, sie weiß natürlich nicht, was sie machen soll. Das finde ich aber erstaunlich, dass ihr beiden Mädels, ihr sagt, schmeißt ihn raus. Ja, und wir haben halt mit dem geschlafen. Und für meine Schwester, die fand das auch total toll. Und ich eigentlich auch so, weil er ist auch erwachsen, also ist älter als sie und er war auch erfahren und so. Aber ich würde jetzt gerne mal die Idee aufgreifen, die du gerade ausgesprochen hast, nämlich schmeiß ihn raus. Ich finde, das ist die richtige Lösung für euch und eure Familie. Ja, aber dann, das Problem ist eigentlich so, mehr ist das dann, wir würden das zwar verkraften, also ich bin zwar auch in ihn verliebt, aber ich würde das verkraften, aber meine Mutter, das wäre das Ende, weil meine Mutter, die haben schon Heiratspläne geschmiedet, wollten heiraten und alles. Also ich fand es interessant, eure Meinung jetzt zu hören und ich finde deine Position völlig in Ordnung und nachvollziehbar. Jetzt gibst du mir bitte deine Mutter nochmal. Okay. Ja, tschüss, Denise. Ja. So, Heike, jetzt sage ich nochmal, ich möchte dir eigentlich wirklich den Kopf waschen. Ich bin sehr irritiert, dass du überhaupt noch darüber nachdenkst, etwas zu tun. Die Mädels, das kleine Mädel, die Denise sagt, schmeiß ihn raus. Und du bist noch zögerlich und sie sagt, für dich würde eine Welt zusammenbrechen. Na, höre mal. Ja, ich weiß. Der Typ hat mit deinen beiden Kindern, mit deinen Mädels Sex gehabt, hat mit denen geschlafen. Dein Freund. Ja. Gibt es da noch was zu diskutieren? Also einen größeren Vertrauensbruch und ein größeres Missverhalten gibt es ja fast schon gar nicht mehr. Nee, das stimmt. Da hast du recht, aber weißt du, ich habe auch immer gesagt, ich wollte nie einen jüngeren Mann haben. Das habe ich mir eigentlich immer zum Motto gemacht, niemals einen jüngeren. Ja.
Ja, und dann habe ich das doch gemacht und dann so eine Scheiße, ja? Ja, daran liegt es ja nur auch nicht. Das hätte ja mit dem älteren Mann auch passieren können. Meinst du? Ja, was? Na klar. Natürlich. Aber darum geht es doch auch überhaupt gar nicht. Wie hast du, ich stelle mir diese Situation wirklich völlig bedrückend vor, dass ihr eine Woche jetzt zusammen in der Wohnung lebt, nachdem was vorgefallen ist. Wie hast du dich denn ihm gegenüber verhalten während der Woche? Ja, also die ersten zwei Tage habe ich gar nicht mit ihm gesprochen. Mhm. Und dann, dann haben wir uns zusammen am Tisch gesetzt und haben geredet und so. Mhm. Und ja, kennst ja denn so, ja, konnte da nichts für und rein Schwanz gesteuert und so, ne, wie das eben so ist. Und dann hat er gesagt, er liebt mich aber so und das wird nie wieder vorkommen. Und ja, und dann habe ich dann auch nochmal mit ihm geschlafen und so, aber das war ja natürlich nicht mehr so wie vorher, ne? Das hast du dann auch noch gemacht? Ja, Mensch, was weil ich denn ihn halten wollte. Und dann habe ich nachher mitbekommen, also, dass er also meine Töchter wieder angemacht hat, ne? So. Jetzt ist Schluss. Jetzt reden wir gar nicht. Ich will gar nicht mehr hören. Ich will jetzt nur noch, letztendlich würde ich mich freuen, von dir zu hören, wenn du mir sagst, ja, Domian, du hast recht, raus mit ihm. Oder wir ziehen aus. Da gibt's pass auch. Auf. Nee, pass auf, Junge, ich mach das so. Ich muss hier nicht ausziehen. Ich habe hier ein eigenes Haus und so, ja? Gut, dann muss er raus. Wenn er jetzt gleich nach Hause kommt, ja? Ja. Ich krieg den Arschtritt und dann fliegt der raus. So, genau so muss das Problem gelöst werden. Mhm. Da wird nicht mehr diskutiert. Der muss raus. Der hat dich so verletzt, der hat dein Vertrauen so missbraucht, da gibt es kein Wenn und Aber mehr. Schluss aus. Genau. So, und ich hoffe, du ziehst es auch gleich durch. Ich werde das gleich durchziehen, ja. Das ist gut. Und ich verspreche dir das. Und du hast ja zwei tapfere junge Frauen an deiner Seite, die dich unterstützen werden. Das habe ich ja gerade schon gemerkt bei dem Gespräch. Ja. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 5678 111, die Telefonnummer, die auch Paul gewählt hat. Paul ist 42 Jahre alt. Guten Morgen. Moin Jürgen. Hallo Paul. Erstmal noch herzlichen Glückwunsch nachträglich für dein Bundesverdienstkreuz. Dankeschön, sehr nett von dir. Verdient, echt. Dankeschön. Deine Sendung gucke ich so lange, wie es die gibt und das ist schon okay, echt. Dankeschön. Und das ist immer wieder erfreulich, was man da so mitkriegt, ey. Meine Güte, echt heftig. Das finde ich ja auch nach all diesen vielen Jahren. Eben die letzte Anruferin, da gibt's doch gar kein Thema. Also nein, ne? Weg und ab. Ja. Da gibt's keine Diskussion. So. Absolut nicht. Siehst du auch so? Ja, ja. Sehe ich auch so. Also ich rufe an, Vereinsamung im Knast. Also ich sitze jetzt über 20 Jahre und... Ach, du rufst auch aus dem Knast an im Moment? Ja, ich bin auf der Sicherheitsstation. Ich habe mein Handy hier reingeschmuggelt und... Das habe ich dann so geregelt. Und Paul ist auch nicht mein richtiger Vorname, aber den habe ich jetzt so gewählt, ne, damit man nämlich hier nicht gleich identifiziert. Du sitzt seit 20 Jahren im Knast? Nein, pass auf, Jürgen, ganz einfach so. Ich habe 3,5 Jahre Jugendstrafe gesessen, davor war ich im Heim. Dann war ich kurz draußen, dann habe ich von 1984 bis 1999 15 Jahre am Stück gesessen und jetzt sitze ich seit 2001 wieder für 3,5 Jahre. Boah, weswegen? Was hast du alles gemacht? Drogen, Waffen, Körperverletzung. Das ist also alles nur Milieustraftaten. Ich bin also praktisch nur im Milieu gewesen und das resultiert daraus. Ne? Das heißt, dass du eigentlich einen ganz großen Teil deines Lebens oder deiner wichtigen Lebensjahre im Knast verbracht hast. Ja, richtig, ist richtig. Ich bin im 43. Lebensjahr, so viel Freiheit habe ich noch nicht gehabt. Wie erklärst du dir das für dich, dass du immer wieder und immer wieder so abgerutscht bist? Ja, deswegen rufe ich auch an. Das ist seltsam so. Ich kann sagen, dass ich so erst mit 35, 36 Jahren angefangen habe, mir da Gedanken drüber zu machen, wie das alles gekommen ist. Denn irgendwas muss ja da gewesen sein. Nur was ich auch feststelle, ist halt im Knast, umso länger man sitzt und mehr JVA man kennengelernt hat, man bekommt die Hilfe, die man vielleicht nötig hätte, mal Gespräche zu führen, auch intensive und vertrauliche Gespräche, die finden gar nicht statt, weil das Fachpersonal gar nicht dafür vorhanden ist. Ja, oder völlig überlastet sind, ne? Ja, völlig überlastet auch. Das seit 89, seitdem die Mauer gefallen ist, kann man wirklich so sagen, ist das also, hat der Knast Zulauf gekriegt ohne Ende. Das ist Wahnsinn, ne? Das haben wir also schon gespürt hier, ne? Echt, das ist Wahnsinn. Aber so für mich selber so, ich habe eigentlich kaum noch Kontakt zu meiner Familie und ja, aber sag doch mal, was ist denn deine Erklärung, warum du immer und immer wieder abgekackt bist? Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin aus dem Heim gekommen, da war ich 14, 15. Sind viele andere auch. Ja, und mit 15 bin ich alleine gewesen für mich, habe ich dann eine eigene Wohnung gehabt schon für mich, damals im Ruhrgebiet. Da habe ich eine Frau kennengelernt, die aus dem Milieu kam, die also als Prostituierte gearbeitet hat. Somit bin ich dann mit 15 Jahren schon an der Tür gestanden in einer Nachbar. Ja, und dann passierte der erste Raubüberfall mit
drei Älteren, da habe ich damals 3,5 Jahre für gekriegt, die habe ich dann auch abgesessen. Du hast doch gerade gesagt, dass du wegen Körperverletzung in all den Jahren im Gefängnis warst. Ja, wie schlimm oder wie schwer hast du einen Menschen verletzt? Oder Menschen verletzt? Sehr schwer. Sehr schwer. Wie schwer? Und naja, es waren schon, also das Heftigste, was passiert war, dass jemand 8 Monate inklusive Reha-Aufenthalt im Krankenhaus gewesen ist. Ne? Nachdem, das, weil du ihn so zugerichtet hast, zusammengeschlagen hast? Oder? Ja, richtig. Und ich meine, heute, man kann darüber reden, weil es jetzt mittlerweile über 15 Jahre her ist. Mhm. Ne? Aber so für mich selber im Nachhinein muss ich sagen, ich würde es heute nie wieder tun, mich in die Tür stellen, irgendwo im Aero-Center oder im Pub und würde mich da gerade machen für eine Frau. Das ist also das absolut Bescheuertste, was man machen kann. Nun bist du, wir sagen es nochmal, 42 Jahre alt. Ja. Hast du eine ungeheure Karriere, in Anführungszeichen Knastkarriere, hinter dir schon? Ja. Wenn du, wir müssen jetzt nicht alle einzelnen Straftaten auflisten, würdest du so alles in allem sagen, ich bereue das sehr, was ich gemacht habe? Oh ja, ganz doll, Jürgen. Ganz, ganz doll. Die letzte Straftat, weswegen du verurteilt wurdest, war? Ja, ist Betrug, ne? Weil ich bin aus der Kiste gekommen, 99, da habe ich dann die 15 Jahre am Stück gemacht, dann hatte ich da ja schon 18,5 weg. Und ich habe mich dann vorgestellt, weil ich bin kein Dummer, ich habe meine Ausbildung und alles. Was hast du gelernt? Ich habe Fachabitur in Bautechnik. Ah ja, nicht schlecht. Und aber es war nicht zu machen auf dem Arbeitsmarkt. Und somit kamst du in eine Betrügerei rein. Ja, Schickkarten und etc., Computerbetrug. Und dadurch habe ich mir dann ruckzuck nochmal 3,5 Jahre eingefangen. Jeder andere hätte dafür eine Geldstrafe bekommen, aber aufgrund meiner erheblichen Vorstrafen hat das Gericht dann also gesagt, 3,5. Hast du in all diesen Jahren, sofern überhaupt dazu eine Zeitlücke bestanden hat, mal eine Frau geliebt, eine Beziehung gehabt? Ja, ich kenne eine Frau, die kenne ich seit 1984 und wir waren auch zusammen von 98. Ich habe mit der eigentlich immer noch so Kontakt, aber ich weiß nicht, ob man das Beziehung nennen soll, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wann bin ich mal da, wann kann man mal eine Beziehung leben? Ja, das ist es ja, das ist es. Wann genau wirst du draußen sein? In 15 Monaten. In 15 Monaten, ja. Das ist noch eine Weile hin, aber auch nicht wiederum so ganz mega lang. Ja, aber irgendwo fängt man langsam an, so zu, ja, wie soll ich sagen, verblöden nicht direkt. Also ich tue schon was für meinen Kopf und für mein Ego sowieso. Das kannst du ja im Knast nur wirklich tun, für deinen Kopf was machen. Ja gut, okay, nur da ich bin meistens auf Sicherheitsstation, so wie jetzt auch. Das heißt also keine Arbeit, kein Sport, kein Aufschluss. Und das sind dann immer so Aktionen, die nicht besonders gut sind. Warum bist du auf Sicherheitsstation? Ja, weil man mich immer so beschuldigt, ich würde Geschäfte machen im Knast. Ne? Machst du das? Ich will mal so sagen, Jürgen, wenn man so lange Jahre im Knast verbracht hat, wie ich das getan habe, dann ist das eine Welt, wie ihr da draußen lebt und überleben wollt, will ich das hier drinnen natürlich auch. Ja, das ist dein Kosmos und deine Heimat fast schon. Ne? Und ich habe richtig Angst davor, muss ich dir ganz ehrlich sagen, so dass ich draußen überhaupt nicht mehr richtig klarkomme. Glaube ich. Ich meine, wenn du meine Sendung kennst, weißt du, dass ich auch immer bei fast allen Delikten für härtere Strafen plädiere. Also ich plädiere für härtere Strafen auf jeden Fall für die Leute mit dem S in der Akte. Ja, das sowieso. Aber ich will noch einen Satz dazu sagen. Ich plädiere aber auch immer dafür, weil ich das weiß, weil ich lange genug ehrenamtlich im Gefängnis gearbeitet habe, dass man den Menschen viel, viel, viel mehr helfen muss, um sich hinterher wieder einzugliedern. Ja, hier passiert aber nichts. Ja, das weiß ich. Das finde ich auch sehr empörend und skandalös, dass das eben, da muss man sich nicht wundern, dass die Leute alle wieder rückfällig werden, wenn die nicht ordentlich resozialisiert werden. So, dennoch, in 15 Monaten bist du draußen. Ja. Bist du gewappnet, dass du wieder rückfällig wirst? Nicht wieder rückfällig wirst? Eben nicht. Also ich habe hier alles Mögliche versucht, in der Haftzeit mal anzuschieben, so dass ich Außenkontakte habe, neue, und mich vielleicht mal auch neu orientieren kann oder sonst was. Und ich muss sagen, so durch den Knast habe ich eigentlich alles, was ich mal draußen gekannt habe oder was mir nahe stand, verloren. Ja, einfach. Verstehe ich. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Das ist einfach weg. Also die letzten Jahre habe ich nichts mehr, keine Lockerung, keine Besuche, Post sowieso schon nicht mehr und es ist einfach nur wahnsinnig. Deswegen habe ich mir das Handy hier angeschafft und das geht wahrscheinlich in ganz profane Altersdinge, dass du einige Sachen gar nicht mehr kapierst, wie sie draußen funktionieren, ne? Ja, vor allen Dingen, es ist ja immer noch so, im Knast ist eine Hierarchie. Der Stärkere hier regiert das Faustrecht. Und der die meisten Drogen hat, kann sich am meisten leisten und hat auch den besten Schutz. Das ist eine ganz normale Angelegenheit.
Und es wird immer schlimmer im Knast, muss ich ganz ehrlich sagen. Also früher Haschrauchen, mein Gott, wer raucht heute kein Cannabis mehr oder wer probiert es aus? Mhm. Aber das Schlimme ist, dass der Knast langsam mit Heroin so verseucht wird, mhm. dass die Leute überhaupt nicht mehr wissen, was sie da eigentlich mit anfangen. Mhm. Das heißt, Wahnsinn. Im Prinzip kriegt man alles in deutsche Knäste, was man reinkriegen will. Alles. Kokain, alles. Heroin. Alles. Waffen auch? Ja, sicher. Mhm. Natürlich. Mhm. Ne? Aber Waffen, das ist so eine Sache für sich, da wird sich selbst ein Beamter nicht drauf einlassen. Mhm. Ne? Also wie kommt das denn, dass sind die, werden die Beamten bestochen oder wie kommt das? Also Jürgen, pass auf, so dumm wie sich das anhört und ich weiß, dass es viele Leute gibt, die sagen bla bla. Nur Leute, dann lasst euch sagen, jeder Mensch ist käuflich. Mhm. Und gerade auch im Knast. Die Beamten verdienen nicht die Welt. Das muss man immer ganz klar sagen. Ja, das stimmt. Ja. Und ich kann dir mal kurz einen Fall schildern. Vor circa 8 Jahren war ich mit den Gefangenen zusammen in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und wir haben rausbekommen, dass ein Beamter sehr starke Kredite am Laufen hatte, dass man sein Auto-Leasing-Vertrag da aufgelöst hat, dass wir das abgeholt haben. Ja, dann haben wir ihm damals 22.000 Mark überwiesen auf dem Konto und dann haben wir ihm nach 3 Wochen später gesagt, wo das Geld wegkam. Nur dann hatte er das Geld auch schon benutzt. Mhm. Und somit, gut, wir haben ihn nicht da jetzt ausgenutzt in dem Sinne, aber er hat schon Kurier gespielt. Ja, verstehe. Und das sind so die Sachen, die mir heute selber auch zu schaffen machen, Jürgen. Mhm. Das sind so die Sachen. Also. Aber die Frage ist ja jetzt, was passiert jetzt in 15 Monaten? Willst du dich jetzt, ich meine, du bist zwar schon 42, aber irgendwie kann man auch sagen, erst 42. Ja, richtig. Es ist ja vielleicht auch keine schöne Perspektive, wenn du die nächsten 40 Jahre deines Lebens mehr oder weniger auch im Knast zubringst. Ja, da habe ich auch kein Interesse dran. Ja, jetzt ist die Frage, was ist zu tun? Ich weiß darum, dass die Jungs aus dem Knast keine ordentliche Resozialisierungshilfe kriegen. Absolut. Was machen wir? Wir reden hier in aller Öffentlichkeit darüber. Ja, wäre dir damit getan, wenn du vielleicht auch Kontakte nach außen bekämst? Ja, natürlich, das wäre schön, wenn ich mal Außenkontakte bekommen würde, ne? Mhm. Aber ich meine, es ist ja auch so, dass die Öffentlichkeit immer noch mit Vorurteilen so vollgestopft wird und dem wird ja auch vieles durch Fernsehsendungen suggeriert und. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier gibt's Leute im Knast, mit denen kann man umgehen, mit denen kann man wirklich umgehen. Nur haben dieses Gespräch sehr viele Menschen gehört. Mhm. Haben auch einen Eindruck von dir gewonnen. Wenn da jetzt ein paar drunter sind, die sagen, ich möchte mit dem Paul Kontakt haben. Kein Problem. Ich wäre auch bereit, dem Paul vielleicht zu helfen, wenn er rauskommt. Sollen wir da was stricken? Oh, das wäre sehr lieb. Mhm. Das wäre echt lieb. Also gut. Ich würde mich tierisch freuen. Also ich sage gleich euch nochmal die Faxnummer. Faxt uns bitte oder die E-Mail-Adresse. Mhm. Und dann würden wir das ja nicht weiterreichen. War das der Grund deines... Möchte ich was zu sagen. Ja. Also meine Telefonnummer habt ihr. Ja. Und ich würde mich freuen, wenn die Leute vorerst anrufen, damit ich das abchecken kann, damit das kein linkes Ding ist von den Beamten oder so. Weißt du, wie ich meine? Ich verstehe. Und wenn die mich anrufen, ich habe das Telefon meistens abends ab 8 Uhr an, am Wochenende den ganzen Tag, aber meistens so abends und in der Nacht. Mhm. Und wenn die mich anrufen und ich das dann abgecheckt habe, bin ich gerne bereit, mit denen auch schriftlich dann in Kontakt zu treten. Kein Problem. Echt. Gut. Ja. Also würde ich mich drüber freuen. Das ist das Kleine, was wir dir anbieten können, was vielleicht dir helfen könnte. Echt, finde ich super, Jürgen. Finde ich super. Darf ich mal gerade noch was sagen? Also mir fällt da eben noch was ein. Du hast eben was von Deutschland sucht den Superstar gesagt. Ja, ganz andere Thematik. Aber trotzdem muss ich darüber lachen, weil ich gucke das natürlich auch. Ja, klar. Die Langeweile. Ja. Und ich meine, ob die Frau sich jetzt wieder auf den Fuß getreten fühlt oder nicht, der Daniel hat für mich einen an der Waffe. Es tut mir leid. Also ich weiß nicht, also es ist genauso eine Meinungsäußerung wie die von, wie hieß sie, aus die Dame? Die Gabi. Gabi aus Passau. Ich kann es einfach nicht anders beschreiben. Ja. Ich packe mich jedes Mal an den Kopf, wenn der nicht rausgewählt wird. Ich kann es nicht begreifen. Gut, Paul, das war auch noch eine Meinungsäußerung von dir zum Thema Deutschland sucht den Superstar. Alles also, Gute. Wie gesagt, ich würde mich freuen über Kontakte, wirklich. Wir machen so. Und alles klar. Jürgen, toi, 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 mach weiter. Dankeschön. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Deutschland sucht den Superstar. Melanie und Vanessa haben mir geschrieben. Hi Domian. Wir gucken oft deine Sendung und sind meistens deiner Meinung. Aber in Sachen Daniel liegst du voll daneben. Wir sind große Fans von Daniel. Er ist so süß und ehrlich und sind entsetzt, dass du negativ über ihn sprichst. Michael, hallo Domian. Ich mag deine Sendung doch sehr gerne.
Aber ich war total überrascht, dass du so einen Schwachsinn wie Deutschland sucht den Superstar überhaupt in deiner Sendung ansprichst. Lass doch bitte so einen Scheiß. Es gibt wirklich wichtigere Themen. Dann auch noch ein empörtes Fax von Andrea aus Kiel, die schreibt, Jürgen soll bitte nicht über Dinge sprechen, von denen er keine Ahnung hat. Ich bin seit der ersten Sendung Deutschland sucht den Superstar Stammseherin. Jürgen liegt mit seiner Einschätzung so daneben und macht sich über etwas lustig bzw. verreißt etwas, von dem er den Hintergrund nicht verstanden hat. Ich bin echt sauer. Gruß Andrea. Jetzt kommt erstmal Bernd. Bernd ist 63, du lieber Himmel. 36, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Jetzt habe ich dich fast schon doppelt so alt gemacht. Ja. Also, dein Thema. Zu meinem Thema. Ich bin seit einer Woche aus dem Gefängnis wieder raus. Ja. Ich habe 14 Jahre gesessen. 14 Jahre, an einem Stück? 14 Jahre habe ich gesessen, ja. Warum? Ich habe einen Menschen getötet. Mhm. Ich habe wegen Totschlag gesessen, muss aber gleich dabei sagen, diesen Menschen, den ich getötet habe, der hatte meine Frau vergewaltigt, die war damals verheiratet und hatte auch einen kleinen Sohn und meinen kleinen Sohn hat er auch umgebracht. Der hat den Sohn umgebracht? Und da habe ich also im Prinzip Selbstjustiz geübt. Was ist da passiert? Hat er das in einer Aktion gemacht, die Frau vergewaltigt und das Kind umgebracht? Ja, was soll ich jetzt sagen, Domian? Ich meine, für meinen Teil ist es wirklich so, ich würde sagen, diese Tat als solches, was ich gemacht habe, die bereue ich für mich persönlich nicht. Darüber reden wir gleich noch. Ich wollte jetzt über die andere Tat sprechen. Er hat deine Frau vergewaltigt. Der hat meine Frau vergewaltigt. Und hat er sofort danach dein Kind auch umgebracht? Richtig. Ich war zu der Zeit, war ich auf Nachtschicht, ich musste arbeiten. Ja. Und die hat halt diese beiden Taten getan. Und da bin ich einfach dann ausgerastet. Unmittelbar danach? Unmittelbar danach, ja. War es ein fremder Mann oder ein Bekannter? Das war ein fremder Mann. Ist er in die Wohnung eingedrungen oder ist es draußen im Freien passiert? In die Wohnung eingedrungen. Ja. Das ist ja unglaublich. Ja, es ist aber wirklich so. Du kamst dann irgendwann nach... Nein, ich muss noch weiterfragen. Er hat die Frau vergewaltigt, deine Frau vergewaltigt. Ja. Und hat dann in Anwesenheit deiner gerade vergewaltigten Frau das Kind umgebracht? Richtig, ja. Wie ich dann nur hinterher von der Polizei erfahren habe, meine Frau, die war dann nach dieser Vergewaltigung, war sie bewusstlos. Sie hat also gar nicht mehr mitbekommen. Mhm. Und mein kleiner Junge hat einfach mit dem Kopfkissen erstickt. Gott, wie schrecklich. Ja. Wie alt war der Junge? 2 Jahre. Dann ist der Typ abgehauen. Dann ist er abgehauen. Wie hast du ihn gefunden? Bitte? Wie hast du ihn gefunden? Ja, Moment, das kann ich dir erklären. Die Polizei, die hat das rausgefunden, wer es war. Von dieser Tat, von dieser Vergewaltigung bis dahin, wo sie ihn hatten, war circa ein Monat. Da haben sie ihn gehabt. Und von dieser Vergewaltigung bis dahin, wo die Gerichtsverhandlung kam, wo der vor Gericht musste, waren circa 4 Monate. Und an diesem Gericht, wo der Verhandlung war, da kenne ich also jemanden ganz gut. Und der hat mir vorher mitgeteilt, in welchem Gerichtssaal die Verhandlung ist. Ja. Und dann bin ich dann natürlich zu dieser Verhandlung hin, bin ja auch als Nebenkläger aufgetaucht. Ja. Und habe ihn da dann halt während der Gerichtsverhandlung erschossen. Vor allen Leuten? Vor allen Leuten, das war mir sowas von egal. War der sofort tot? Der war sofort tot, ja. Ich habe sofort meine Waffe niedergelegt und habe auch keinerlei Gegenwehr geleistet. Und dann bist du sofort in den Knast gewandert? Ich bin sofort in den Knast gewandert, ja. Mhm. Und die Anklage auf meiner Seite, die lief erst als geplanten Mord. Halt. Das heißt, da wäre dann ja im Endeffekt eine lebenslängliche Freiheitsstrafe bei rausgekommen. Und aber mein Anwalt, der hat das dann so mit denen hingebogen, dass sie einen Totschlag davon gemacht haben. Und dann natürlich dann war es ziemlich hoch, 14 Jahre, das Strafmaß. Du bist zu 14 Jahren verurteilt worden und jetzt erst ein paar Wochen draußen wieder? Seit letzter Woche. Letzter Woche draußen? Mhm. Bereust die Tat nicht? Ich für mich persönlich bereue diese Tat nicht, wirklich nicht.
Also ich sage ganz ehrlich, wenn ich heute nochmal in dieser Situation wäre, wüsste ich nicht, ob ich es nicht nochmal tun würde. Du sagst, wüsste ich nicht, ob ich es nochmal tun würde. Heißt das, dass du in diesen 14 Jahren doch hin und her überlegt hast, ob es das Richtige war, dass du das getan hast? Gibt es da so zwei Seiten in dir? Ja, ich sehe es so, von mir aus gesehen, diesen Täter gegenüber war es das Richtige. Mhm. Aber jetzt für meine Familie, auch jetzt meine Eltern und so weiter, dahin gegenüber war es natürlich nicht das Richtige. Ja, auch nicht für deine Frau. Denn nein, die okay, hast du, natürlich nicht. Die hast du dann alleine gelassen. Ja, gut, klar. Aber das kam einfach in dem Moment, ich war nur blind vor Wut, vor Hass. Das ist immer so eine Sache. Ganz persönlich und subjektiv verstehen dich wahrscheinlich, ich würde fast sagen 90% der Menschen, meine Person eingeschlossen. Ja. Aber dann meldet sich sofort wieder auch der Verstand, auch bei mir. Ja. Weil ich einmal glaube, dass oder davon überzeugt bin, dass es gut ist, dass wir ein Rechtssystem haben, eben dass nicht jeder nach seinem Gefühl richten darf. Wo kämen wir dahin? Wir wären in einem Chaosstaat. Da muss ich dir natürlich auch recht genommen, weil wir irgendwo in der Bananenrepublik. Wir wären in einer Anarchie, es wäre grauenhaft. Ganz klar. Dafür gibt es nun mal diese Instanzen. Und das Zweite ist natürlich auch immer noch... Von meiner Seite auch mit einem bisschen gesunden Menschenverstand, natürlich kann ich dir noch recht geben. So, und das andere ist, was tue ich, wie du es auch gerade gesagt hast, so die persönliche Ebene, was tue ich meinen Menschen an, die mich vielleicht lieben, die mich auch brauchen, wenn ich in den Knast gehe so lange. Wie hat denn deine Frau darauf reagiert damals? Ja, meine Frau, die ist also in einer Nervenheilanstalt. Mhm. Seit damals, die bekommt wirklich absolut gar nichts mehr mit. Die, sag ich mal, die lebt eigentlich nur noch in ihrer eigenen Welt. Bist du unter Umständen da nicht auch noch mit Schuld dran? Weil sie ist vergewaltigt worden, ihr Kind ist umgebracht worden und dann hat sie auch noch ihren Mann verloren. Ja, Moment, aber sie ist also eigentlich von dem Zeitpunkt aus, von dieser Vergewaltigung, seitdem ist sie schon... Dennoch, ja, also ich sag mal, vielleicht wäre es zurechnungsfähig. Dennoch, es wäre sicher viel besser gewesen, wenn du ihr hättest beistehen können und sie begleiten können in dieser Zeit danach. Ja, natürlich, da muss ich dir recht geben. Klar. Das ist auch immer dieses Selbstjustiz üben wollen oder es tun, ist ein absolut egoistisch und egozentrischer Zug von einem Menschen in dem Moment. So nachvollziehbar ist vielleicht in dem einen Fall, dein Kind ist ermordet worden, auch sein mag. Ja, klar. Ja, ist ja gut, also ich kann es jetzt aber auch natürlich rückgängig machen. Mm, ja, natürlich. Ja. Wie geht es jetzt gut, weiter? Auf eine Art bedauere ich ihr gegenüber natürlich, ganz klar. Nur diesen Menschen gegenüber kein bisschen. Wie haben denn, du hast gerade gesagt, deine Eltern und die nähere Familie, wie haben die denn dann auf dich reagiert? Die waren natürlich erstmal zutiefst geschockt. Weil die dir das nicht zugetraut hätten, sowas? Ganz genau, weil ich muss wirklich sagen, ich bin eigentlich ein normal, total friedliebender Mensch. War nie in irgendeiner Art und Weise gewalttätig, auch noch nie vor Gericht gestanden oder so. Und die waren natürlich zutiefst geschockt. Haben die denn? Aber letztendlich haben die, sei es Freunde, Bekannte, Familie, die haben eigentlich alle zu mir gestanden. Bis zum Schluss? Bis heute? Bis zum Schluss. Mhm. Ja. Woher hattest du eigentlich, das ist ja auch nicht so einfach für einen normalen Bürger, die Waffe hier bekommen? Das ist mein Schwager, der arbeitet, ja was heißt arbeiten, aber der verkehrt im Milieu. Achso. Und der hat mir die besorgt. Mhm. Und du wusstest auch damit umzugehen und warst dir auch sicher, dass du damit umzugehen, treffen würdest? Auch von meiner Bundeswehrzeit her. Achso. Mhm. Ja. So, jetzt bist du draußen. 14 Jahre ist eine unglaublich lange Zeit. Ja. Wir haben es ja gerade auch schon ein bisschen von Paul gehört, dass man ganz weg ist von der Realität, wenn man so lange draußen war. Jetzt deine ersten Eindrücke in dieser Woche. Wie findest du dich zurecht? Ja, momentan ist es wirklich so, eigentlich, ich verkehre sehr, sehr viel mit Freunden, Bekannten. Die es noch gibt von damals? Die es auch noch gibt von damals, ja. Die aber wirklich nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise kriminell oder ähnliches sind. Wirklich ganz normale Bürger wie jeder andere. Und die geben mir eigentlich auch Rückhalt, dass ich jetzt nicht irgendwie auf irgendwelche blöden Gedanken komme. Hast du eine Arbeit schon oder eine Arbeit in Aussicht? Ich habe in Aussicht, ich fange jetzt ab nächsten Monat eine Arbeitsstelle an. Als was? Als CNC-Dreher. Ja. Ist das dein, hast du das früher auch gemacht, sowas? Ich bin gelernter Dreher, ja. Und habe mich halt dann innerhalb dieser Inhaftierungszeit auf diese computergesteuerten Maschinen
so ein bisschen weitergebildet. Du hast ja, ich denke gerade noch mal an diese Zeit für dich im Knast. Die muss ja in mehrfacher Weise die Hölle für dich gewesen sein. Natürlich einmal, weil du eingesperrt warst. Dann hast du dein Kind verloren. Ja. Weil diese Bilder sind ja wahrscheinlich die ständig in dir hochgekommen, wie dieses Schwein deinen kleinen Jungen erwürgt hat oder erstickt hat. Natürlich, das steckt da also absolut in mir drin. Natürlich war dann auch gerade die erste Zeit, wo ich inhaftiert war, habe ich überhaupt erstmal solches zu knabbern gehabt. Einfach das Ungewohnte, das eingesperrt sein. Das war ganz, ganz fürchterlich. Ja, und dann kam auch noch hinzu, du hast mitbekommen, dass deine Frau so psychisch erkrankt ist, dass sie gar nicht mehr heilbar ist. Ja, richtig. Und hast mit deiner Tat dich eben auch wahrscheinlich auseinandergesetzt. Also du warst ja in vielfacher Weise extrem beschäftigt und belastet. Ja. Natürlich, ganz klar. Und das hat auch bei mir wirklich eine ganze Zeit gedauert, bis ich mich wirklich damit abgefunden hatte. Glaubst du? Es gab also gerade die erste Zeit, waren einige Abende, da war ich wirklich am Überlegen, ob ich mich irgendwie mit dem Strick... Glaube ich. Denkst du, dass du jetzt, was habe ich gesagt, wie alt bist du, 36, dass du jetzt doch auch nochmal ein neues Leben richtig wirst starten können? Hoffst du das? Glaubst du das? Ich hoffe es und ich werde es natürlich auch versuchen. Ich meine, was die Zukunft bringt, das kann jetzt keiner sagen, aber ich werde alles dran setzen, einen vernünftigen Weg zu finden. Ich wünsche es dir so von Herzen, Bernd. Ich wünsche es dir. Ich bin froh, dass du eine Arbeit hast, weil das ist schon mal sehr wichtig, dass du einen festen, dass du verankert bist. Dann, wie ist es mit der Wohnung? Hast du schon eine Wohnung oder wohnst du noch bei Freunden? Bisher noch nicht. Ich wohne jetzt im Moment noch bei meiner Mutter. Ja. Ich werde jetzt aber, sobald ich diese Arbeitsstelle habe, dann werde ich mir auch eine Wohnung suchen. Dann geht das ja auch. Ja. Wirst du deine Frau besuchen in der Nervenheilerstadt? Ja, das werde ich auf jeden Fall. Hast du Sehnsucht auch nach einer neuen Beziehung? Ja, momentan eigentlich noch nicht so. Gut. Weil ich hänge eigentlich auch immer noch an meiner Frau. Ja. Hast du nicht Angst davor, auch sie zu sehen, das erste Mal wieder? Auf eine gewisse Art und Weise schon, ja. Ja. Lieber Bernd, ich wünsche einen guten Start jetzt in einem neuen Leben. Ich danke dir. Von Herzen alles Gute. Danke, Domian. Könnte ich noch ein Autogramm bekommen? Ja, klar. Aber da musst du auflegen und wir rufen dich an wegen der Adresse. Alles klar, danke. Auf Wiedersehen. Super. Tschüss. Tschüss. Karin oder Karen, 25 Jahre alt. Ja, guten Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen, Karin. Dein Thema. Mein Thema, ja, also ich muss erst mal gucken, ob ich das irgendwie formuliert kriege. Also bestimmt. Es geht darum, dass ich einen Freund habe, der ist 22, ich bin 25. Und der war vor unserer Beziehung halt eine Jungfrau gewesen. Und das belastet uns sehr. Also wir sind sehr glücklich. Und das Problem ist jetzt da, dass er auch das Bedürfnis hat, mit anderen Frauen zu schlafen. Ja. Moment, wie lange seid ihr zusammen? 8 Monate erst. Ach, das ist ja noch nix, Mensch. Und das belastet euch, dass er quasi als Jungfrau, als Jungmann in die Beziehung gekommen ist? Ja, also eigentlich ehrt es mich schon, dass er halt gewartet hat und dass ich das dann sein durfte. Ist doch toll. Ja. Ja. Hat aber auch eine Kehrseite. Ja, und jetzt fängt der Bursche schon nach 8 Monaten an und zappelt und will auch mal an andere Frauen ran, oder wie? Ja. Ehrlich? Sagt er das so? Ganz klar? Naja, also... Ja, schon. Also ich meine, es ist ja irgendwo, also irgendwo kann ich es auch nachvollziehen. Aber ja, aber nicht nach 8 Monaten. Also wenn ihr jetzt 4, 5 Jahre schon zusammen wärt und du wärst die Erste gewesen, könnte ich ja verstehen, dass er sagt, naja, er wird auch gerne mal an einem anderen Törtchen naschen, aber nach 8 Monaten ist auch ein bisschen seltsam. Naja, also ich sag mal so, es ist so, dass es noch nicht ganz so konkret da ist, aber er denkt dran. Weißt du das genau oder mutmaßt du das nur? Naja, wir reden da eigentlich schon sehr offen drüber. Also er sagt, dass es ihm schon irgendwo wichtig ist, es mal irgendwann nachzuholen. Jo. Also die Erfahrung zu sammeln. Klar, das ist natürlich eine gute Aussage. Irgendwann. Das kann ja auch in 5 Jahren oder 6 Jahren sein. Ja. Nein, ganz im Ernst. Ganz klar, Karin. Hast du den Eindruck, dass der so wibbelig wird im Moment, jetzt schon, dass er ausschert und dass er vielleicht irgendwas macht? Hast du den Eindruck? Nee, konkret momentan noch nicht. Also momentan ist es noch nicht da, dass er nach anderen Frauen guckt oder so.
Kann das sein, dass das ein bisschen eher deine Angst ist und dass er das gar nicht so will im Moment, sondern es einfach nur mal so gesagt hat, ja, irgendwann mal? Nee, die Angst liegt bei uns, also bei beiden da. Also die ist von mir natürlich da und von ihm ist die aber auch da. Also er traut sich da selber auch nicht so genau über den Weg. Ah, also, ja. Wie ist denn eure Beziehung? Total harmonisch und wir sind total glücklich. Also, na, das ist doch schon mal was. Total harmonisch und total glücklich. Ja. Das ist doch schon mal ganz viel wert. Ja, auf alle Fälle. Also, und? Ja, wie soll ich das sagen? Also wir sind glücklich und ich habe aber einfach wahnsinnig Angst, ihn dadurch zu verlieren. Und ich habe wirklich schon dran gedacht. Also wir haben momentan auch sehr viel drüber geredet und deswegen rufe ich auch an. Wir haben sogar schon überlegt, ob wir Schluss machen. Ach, nein, ich sag gleich, ich muss gleich dich gleich unterbrechen. Nein, ihr seid total glücklich, es ist total harmonisch. Ihr habt euch sehr lieb. Ja, ja. Es ist ja schon toll, dass ihr so offen darüber redet. Nein, um Gottes Willen, bitte nicht Schluss machen. Bitte nicht Schluss machen. Und redet dieses Problem auch nicht größer, als es ist. Ja, ich weiß, das ist nämlich, denke ich, auch. Ja, lasst einfach mal jetzt alles so auf euch zukommen und genießt erstmal euch beide und eure Zeit. Und quatscht auch nicht ständig darüber, wenn das gar nicht so... Also, wenn ihr wirklich so ein tolles Paar im Moment seid, garantiere ich dir, Karin, dass er gar keine großen Bedürfnisse hat im Moment auf eine andere Frau, weil er noch in der Verliebtheitsphase ist. So, und wenn das mal ein bisschen akuter wird, vielleicht in einer gewissen Zeit, ich will gar keine Zeit jetzt nennen, dann kann man ja vielleicht auch mal überlegen, dass du sagst, okay, komm, ich gebe dir mal ein bisschen Freiheit und kannst dich ja vielleicht ein bisschen... mal umgucken, aber wir beide sind das Team und wir gehören zusammen. Aber das ist jetzt gar nicht das Thema im Moment. Doch. Nein. Doch, ich hab ehrlich schon dran gedacht, ob ich Schluss mache, damit er endlich seine Freiheiten ausleben kann. Aber das will er nicht, das will ich nicht, das wäre nur eine Vernunftssache. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in unserer Beziehung ist Treue wichtig. Also es käme für mich nicht in Frage, ihn fremdgehen zu lassen. Gut, dann finde ich, dass der absolute... klügste Ratschlag im Moment ist, einfach dieses Thema zur Seite zu schieben und zu leben. Die Tage und alles einfach zu genießen, was ihr miteinander habt. Und es einfach abwarten, was passiert. Genauso sehe ich es, Karin. Alles Gute, genießt eure Liebe. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüssi. Darinka, 17. Ja, hallo. Ja, hallo, Darinka. Jetzt muss ich erstmal was zu dir sagen. Bitte. Ich fand das letzte Mal total fies, dass du so über Daniel hergezogen hast. Oh, jetzt kriege ich aber wirklich hier die harten Seiten ab. Hab das gerade ja schon vorgelesen. Also du bist ein Fan von Daniel Kübel. Wie heißt der Kübel? Kübelberg. Genau. Und fandst das richtig gemein, dass ich schlecht über ihn gesprochen habe? Ja. Ich finde das sowieso gemein. Also was mir auch extrem aufgefallen ist, ja, alle Mädchen finden ihn toll, aber alle Kerle finden ihn irgendwie scheiße. Nee, das ist und die Mädels so. Kriegen ihn ja gar nicht. Er ist ja doch, naja, vielleicht eher zu den Jungs orientiert, ne? Oder? Ja, ist ja bi. Ja, ist ja bi. Also das stimmt. Ja. Da sind ja noch ein paar Chancen. Was findest du denn so süß an dem oder so nett an dem? Seine Ausstrahlung. Und wie ist die Ausstrahlung? Die hat einfach was. Also ich finde... Es ist halt nicht jeder so wie er und ich finde, er ist halt was Besonderes. Ja, aber das ist eine interessante Beobachtung, da gebe ich dir recht. Dass mit allen Männern, mit denen ich rede, die winken ab und sagen, lass mich mit dem in Ruhe. Ja, und genau. Und wenn es Fans gibt, dann sind es meistens die Mädels. Genau. Und die Frauen. Weil genauso wie mein Freund, also wenn ich jetzt zum Beispiel nur den Namen Daniel erwähne. Geht der schon laufen? Dann geht der laufen. Ja, so ungefähr. Dann guckt er mich nur böse an und so nicht schon wieder. Dann, also wir zoffen uns auch schon ganz oft wegen dem. Aber nicht so richtig ernst, nicht, dass ihr noch irgendwie Probleme bekommt deshalb. Nein, also so zum Beispiel letzten Samstag, da war ich halt so total deprimiert. Ja. Weil der ja, also... So geweint hat. Ja. Und... Ja, ach, ihr Mädels. Darinka, ich muss unterbrechen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Aber du hast mich noch heftig kritisieren können. Die Zeit war da und hast auch noch gut über Daniel sprechen können. Okay? Ja, okay. Ihr müsst den Schluss machen. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben. Das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Wolfram Zbikowski, Jan Hölz, Roland Lohr, Michael Jansen, Thorsten Palut, Nikolas Schelzig, Pamela Koppay und Heide Schweitzer. Die Themen nächste Woche. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Geiz.
Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema die Schattenseiten der Pornografie. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ein gutes Wochenende. Wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.